Mit den Zensobins kannst du dich... Ach du! Warum springt der so hoch, der Pisser? Alter, der kann ja fliegen! Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von dem Dragon Ball Let's Play! Ja. Der Zoe ist heute nicht dabei, wir sind heute mal allein auf dem Server. Wir haben ja einen Scout da gefunden mit Tier 1. Wer hat den Adblock dann gebaut? War das ein Komigen? Ein Komigen! Der Zoe wieder, ey. Ja, ich nehme jetzt einfach mal den Scouter, weil ich cooler bin als Zoe. Jetzt seht ihr den mal bei mir. Ich hab den letzten Session schon aufgehabt, du Pässe. ja, Fresse. Wir haben jetzt hier das Saga-Item, dazu komme ich gleich. Du fliegst und schon wieder so hässlich im Boden, Alter. Ja, das ist so irgendwie vom Mod, das soll so dastehen, dass ich fliege irgendwie. Keine Ahnung, habe ich schon in den Kommentaren gelesen. Aber ich hab das heute gesehen, das sieht so lustig aus, Alter. Ohne Witz. Hast du das nie? Was? Nö, bei dir nie. Oh, warum? Warte mal, ganz kurz. Der Scouter ist Tier 1. Das heißt, der geht ab einer bestimmten Battle Power kaputt. Ich weiß jetzt gerade nicht welche. Aber es gibt noch Tier 2 und Tier 3. Tier 3 ist unverwundbar und Tier 2 geht auch ab irgendeiner bestimmten kaputt. Halt die Schnauze und rass mich aus. Der explodiert dann wirklich. Und ich zeige euch mal die Funktion mit F4. Du bist ein Arsch, ne? Ja, lass mich da jetzt mal hier. Search, ne? Also nochmal F4. Was sagen. Nee. Hä, wieso kann ich denn eine Battle Power? Ah, jetzt. Nee, warte, jetzt geht's los erst. So, hier, Battle Power. Du hast eine von 1241. Nee. Hab ich nicht. Doch. Nein, welche hast du gesagt? Ups, jetzt habe ich auch so 1200 irgendwas, 41 oder so. Nee. Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus mit dem Scouter. Dann machen wir in dieser Folge hier die Vegeta und Nappa-Dings da scheiße. Da zeige ich euch mal eben hier. Ach fuck, was mache ich denn? Die Sagas Item hier, Stronger Sense, das müsst ihr noch kennen. Willst du es auch zeigen oder? Okay, dann nicht. Was machen wir noch? Raditz machen wir noch heute. Ja, ein bisschen Gefahr muss wieder sein, ne? Also hier zum Beispiel noch Kühen, noch Essen. Dann wollen wir noch gucken, ob die Zombies spawnen. Sui, was ist los bei dir? Nichts, wieso? Warum redest du nicht? Weil du redest. Ach so. Lass mal aufs Dach fliegen, was ist da eigentlich drauf? Komm mal mit. Das ist gar nichts. Ich wollte jetzt eigentlich Tiere snatchen, ja, und ein bisschen. Jetzt, ey, Vegeta! Du bist ein Arsch! Du bist so ein Arsch, Alter! Du hast den jetzt nicht echt hier. Aber ich hätte doch was im Chat lesen müssen. Ja, ich hab den dann. Aber wo ist Nappa? Wo hast du wie? Alter, wir waren noch gar nicht bereit, du Pisser! Wir können das ja nochmal machen dann. Du bist ohne Witz, du bist so ein dreckiger Arsch. Der tötet mich. Wow. Alter, ich sterbe. Du bist ein Arsch, ohne Witz. Wir hätten uns erstmal Zensobeans machen müssen, weil Leute gesagt haben, mit den Zensobeans kannst du... Jo, der tötet mich wieder. Geh weg. Mit den Zensobeans kannst du... Ach du! Warum springt der so hoch, der Pisser? Alter, der kann ja fliegen! Sorry. Ey, der fliegt echt zu mir hoch, der Affe! Ah, ich sterbe! Fabi! Wow! Fabi! Fabi! Alter! Mann, jetzt muss ich schon mal in Super Saiyajin gehen, du Pisser, ohne Witz. Du bist so ein Arschloch. Also das Ding ist so Nappa. Alter, du bist so ein Affe. Fabi, jetzt hilf mir doch mal. Bin dabei. Bist du überhaupt nicht, ha? Alter, die Schnauze, ohne Witz, ey. Wo ist Nappa? Aua. Ja, geh doch da weg, hab ich gesagt, du sollst in meinen Weg. Ey, der, cool, fliegt! Der fliegt! Scheiße, der hat mich. Ich sterbe. Du Pisser! Du bist so ein Pisser ohne Witz, Zoe! Das hat mich getroffen. Das hat auch nicht getroffen, die Vegeta. Das tut mir leid, das war echt schlecht. Lass den da, geh weg! Und! Du hast ihn getroffen. Hab ich gar nicht, der muss auf den Boden.
Jetzt aber, jetzt geh weg! Alter, ich will ihn noch treffen, du Idiot! Hey, du hast ihn getötet? Ja! Hä? In der Luft gönnt die gar nicht! Ey, was hat der. Ey, wo ist das gedroppte Item? Jetzt das Nappa! Sag mir, du hast das gedroppte Item! Ja, hab ich! Geh weg! Ich mach den jetzt tot! Mit dem hab ich eh noch eine Rechnung offen! Wieso? Weil er mich getötet hat, beziehungsweise ich hab mich selber getötet. Mann, warum? Alter. Nappa. Au! Lol! Hau ab! Nee, ich hab den. Bist du dumm? Ich hab gesagt, hau ab, tut mir leid, wenn ich du da rein. Ich hab den schon! Ja, aber das war zu spät, ich hab schon abgefeuert. So, das war. Zui, mach sowas nie wieder, du Pisser! Das war ein guter Folgenanfang. Alter! Wir wären beide fast draufgegangen, du Idiot! Ich bin draufgegangen. Ja, bist auch schlecht. Boah, ich wollte das alles so in Ruhe zeigen und das mal erklären. Ja, bedankt euch bei Zui. Wir können das ja nochmal machen. Nein, können wir nicht. Doch. Nein! Randes haben wir auch doppelt gemacht. Warum haben wir keine Steine, Alter? Stein. Aber wir haben noch Stein, ich Idiot. Klopfstein. Stein. Du bist scheiße. Ich wollte nur, dass du es weißt. Stein und Klopfstein. Stein! Ich. Ach, sei doch ruhig! Du Dummkopf. Ich geh jetzt mal ein bisschen. Steins holen? Nein. Und zwar hole ich. Wie heißt das hier? Ah, ich pflanze Sachen an, so, das meine ich. Besamen doch direkt, ha? Nö. Vielleicht doch, ja. Nö. Ich brauche nämlich einen Zensobin. Wie geht denn das? So. Wieso? Mit einer Haschfarm oder was? Ja, du brauchst Seeds. Du brauchst Weizen dafür, du Pisser. Dann habe ich Knochen, ha? Ja, find mal Skelett aus. Ganz ehrlich, wenn ihr keine Skelette spawnen, dann lass du einfach welche. Dann lass du selber welche spawnen, weil das ist doch total dumm, wenn man an denen nicht leveln kann, nur an den Cybermen. Die Cybermen ziehen dir immer 5 von der roten Leiste da ab. Da musst du Buddy hochspielen, ne? Ja, klar, ich hab meiner ist schon auf 80. Meiner ist auf 0. Das kann irgendwie nicht sein, was das tut. Dann würde ich sagen, hol ich mir Skelette, ne? Ja, warte kurz. Jetzt übertreibe aber nicht wieder, Sui. Komm, jetzt, ich will darauf nicht zurückkommen. Ey, man kann ja noch die Battle Armor machen, ne? Die haben wir doch gemacht. Ich meine, aber die Battle Armor, die gefärbt ist. Ja. So, wie viele soll ich spawnen? Mach einfach ein paar. Die gehen jetzt eh direkt auf mich, die Pässe. Guck, aber so würden die spawnen, weißt du? Kriegen jetzt doch die Schnauze. Hau ab. Nein, du machst. Du kriegst dadurch keine Punkte, wir wollen noch ein bisschen leveln, Alter. Ich hab's weggeschossen. Das war weggeschossen. Ich bin knapp, Alter. Die ziehen mir gar nichts ab, die Pisse. Ich hab einen Bogen bekommen. Du bist ein Arschloch. Ach, du bist im Creative, ja, sehr schön. Ja, ich soll doch spawnen. Ja, aber nicht die ganze dauernd. Du kriegst so keine Dragon Ball Z-Punkte zu. Zoe! Alter, hör auf! Junge, die töten mich gleich, lass doch mal! Du sagst, die ziehen dir nichts ab! Ja, hast du recht. Ja, ey, was klingeln die? Pisser, Almas, ist meine Aufnahme hier! Ja, WTF, ich komm nicht an die dran. Du hast alles in deinem Kopf! Junge! Ich hab nicht ein einziges Pfeil im Kopf! So. Habe ich jetzt eigentlich dadurch ein paar, ja, wenigstens Punkte, Alter. Ohne Witz. Wenigstens Punkte. Oh nee, du brauchst ja jetzt immer mehr Gunpowder. Gunpowder, sage ich schon, Alter. Knochenmehl. Ja, meinst du? Das waren für mich noch immer ein paar Skeletts, ne? Ja, dann töt du die. Viel Spaß. Mach ich doch. Viel Spaß, hab ich gesagt. Ja, also seht uns das jetzt nicht übel, dass wir das jetzt im Creative so machen, aber... Ja, wenn die nicht anders spawnen. Wir haben schon da irgendwas im Server umgestellt. Ich habe auch schon auf normal gesetzt, die Dings, aber... Nix ja. Geht, hey. Nix passiert. So, das ist jetzt auch das letzte Mal, dass ich die töte jetzt.
Ich glaube, ich habe genau genug. Genau genug. Genau genug. So, jetzt gehe ich wieder aus dem Game Mode raus. So, ich flieg mal nach oben wieder. Ja, jetzt habe ich noch ein Ei, warte, das muss ich mal kurz. Top, wenn es geleitet hat. So, jetzt muss ich mal. Hat die Schnauze, Fabis Mutter! Ich habe mir enchanteten Bogen in Power 1 bekommen. So. Jetzt guck ich mal, wie man hier eine Sensorbeam macht. Wie macht man die? Alter, nein, ich hab. Oh fuck, ich hab mich mit Skype nicht oft beschäftigt. Ich hätte das gut. Das ist sehr professionell von mir. Sensorbeam. Wie. Gibt's die nicht mehr? Kannst du die nicht mehr craften? Was weiß ich schon. Toll, die kann man anscheinend nicht mehr craften. Das ist doof, weil wir brauchen jetzt. Ja, dann müssen wir uns auf die Suche nach den Dragon Balls machen. Mir ist auch aufgefallen, dass viel weniger Dragon Balls hier sind. Ja, da gibt's sehr, sehr wenig Dragon Balls. Das ist total doof. Dann begebe ich mich mal auf die Suche. Ja, ich auch. Ich fliege jetzt einfach mal in eine Richtung. Ich gehe einfach zum Wald. Ja, ich fliege einfach mal hier irgendwie in Cyberman. Das Doofe ist wirklich, da sind auch nur irgendwie Cyberman-Biome. Ich meine, okay, klar, ist cool, aber man muss ja nicht übertreiben. Man blam. Irgendwo hier war, glaube ich, ein Dragon Ball. Ich hab so viele Dragon Balls übersehen, ohne Witz. Das kennen wir ja von denen. Nö. Das ist auch eigentlich schon. Es muss Nacht sein, ohne Witz, in der Nacht. Ja, weil die dann leuchten im Dunkeln. Ich muss mit Scout ausziehen, ey. Zieh doch aus. Hab ich doch. Sieht dicht lieber aus. Ey, einer hat in die Kommentare geschrieben, dass wenn man Schweine tötet, die 6 Dingens geben. Kann irgendwie nicht sein. Aber vielleicht auch als sie sich schlafen. Nö. Ja. Wenn man lädt, die Scheiße wird man nicht. Hier waren wir schon mal, aber hier alles kaputt ist. Obwohl, für das Suchen kann man ja mal eben Times at Night machen, ne? An der 18.000 oder so. Jo. So kann man die nämlich viel effizienter suchen. Aber nicht im Wald, wo ich gerade bin, Fotze. Ey, ja. Hör mal auf mit den ganzen Wörtern, Alter, ohne Witz. Ich hab einen Dragon Ball. Ja und? Darf ich keine Wörter mehr sagen? Hab ich dich gefragt. Hä? Ich hab ein Dorf gefunden, da sind Sachen. Jawohl, gönn mir, ich hab Eisen gefunden und Gold. Das Dorf hast du damals schon gefunden, nur du bist da nicht hingegangen. Ich weiß. Was vielleicht ein Ziel noch ist, oder was wir uns machen wollen... Ist das Dorf im Cyberman-Biom? Nein. Was wir uns wahrscheinlich machen wollen, auf jeden Fall, das Z-Schwert mal schaffen. Ah ja, das gibt's ja, das haben wir noch nie gemacht, ne? Ja, weil das sehr aufwendig ist und du brauchst sau viele Dragon Balls. Aber wirklich sau viele. Du meinst wegen den Alien-Tech-Chips? Ne, die kannst du mittlerweile craften, aber du brauchst Kachin-Charts. Ja, so in etwa. Ich finde hier aber wirklich. Alter, entweder bin ich wirklich richtig dumm und sehe gar nichts. Oder ich bin dumm und sehe gar nichts. Das geht mir aber auch gerade so. Da gibt's doch wirklich kaum Dragon Balls und. Das ist. Ich weiß noch, in der ersten Staffel, die wir hatten, wie ich da die ganze Zeit. Ich hab Dragon Ball und du auch. Ja, ich weiß. Ich hab in einer mal irgendwie 10 Stück gefunden, aber wir brauchen die Dragon Balls wirklich für die Zenzo-Beans, weil die Zenzo-Beans sind sehr wichtig, wie jetzt da im Kampf gegen Vegeta. Der hat uns da ja, Alter, der hat uns richtig fertig gemacht. Der hat uns, oder mir mit einem Schlag irgendwie knapp 20 abgezogen und ich hab nur 80. Ich hab nur 20. Ja, deswegen bist du auch so schnell gestorben. Und ich bin natürlich wieder der Pro. Wir haben nur einen Dragon Ball, ne? Hm. Zwei, ich hab noch einen gefunden. Wie willst du denn so, da musst du doch so weit weggehen, um andere zu finden, weil ich finde hier zum Beispiel gar keinen. Kann auch sein, dass ich wieder so richtig dumme Augen hab und alles übersehen hab. Aber in der Wüste sollte man die eigentlich recht gut sehen. Ich bin jetzt auch in der Wüste. Ja, du bist aber, glaube ich, in eine ganz andere Richtung. Normalerweise. Also. Ich bin noch nicht in der Wüste, sondern nur so eine kleine Insel. Achso. Wie ist Licht? Was hat das zu bedeuten? Ja? Das ist doch kein Licht. Boah, aber der muss die Rate echt höher machen. Also hundertprozentig muss der die höher machen, weil das. Ja, ist aber echt so. Ich meine, gut, klar, es ist irgendwo gut, dass es nicht mehr so übertrieben viele gibt, aber zu wenig sollten es jetzt auch nicht sein, weil das irgendwie total
Dummes. Was weißt du, worüber man mal reden könnte, ist diese Dauer der DBZ-Staffeln, also was da immer so passiert, wenn jetzt zum Beispiel Namek in die Luft gehen soll, das passiert in 20 Folgen. Sowas halt, ne? Da fällt mir gerade ein, weil wir gerade die Dragon Ball suchen. Die müssen auf der ganzen Welt die Dragon Ball suchen und schaffen das immer in einer Folge, weißt du? Ja. Aber so ein Planeten, der in 5 Minuten einfach mal kaputt gehen soll, der ist noch 20 Folgen erst kaputt. Ja, das ist ja generell, dafür ist Dragon Ball ja bekannt, ne? Der Kampf gegen Freezer ging ja irgendwie um die 50 Folgen oder so. Okay. Ja. Und das war heftig. Also wirklich heftig. Der hat ja gegen alle einfach mal gekämpft. Man kann wirklich sagen, dass Freezer eigentlich stärker war als alle. Ja, ist aber echt. Theoretisch kann man das so sagen, weil der einfach mal gegen alle gekämpft hat und dann auch noch irgendwie alle fertig gemacht hat, außer halt Son Goku. Eigentlich, der hätte den ja auch fertig gemacht, hätte der Piccolo nicht getötet. Oder ja. Krillin. Ja, ja. Und das, was ich so richtig behindert fand, ne? Ein Kampf über 50 Folgen und wie tötet er sich zum Schluss selber? Ja, wie tötet er sich zum Schluss? Mit seiner eigenen Attacke, ohne Witz, sowas ist doch erbärmlich. Da habe ich mir so einen Kopf gefasst, ne? Nein, er hat sich ja nicht durch seine eigene Attacke nochmal getötet. Son Goku hat ihn getötet. Ja. So, nachher mit der Kraft. Ja, gut, aber er hat sich da selber zerschlitzt mit seiner Attacke. Ja, das ist schon klar. Das ist total. Das ist erbärmlich für so einen Kämpfer. Aber auch mit diesen 100%, denke ich, habe Kühe gefunden. Auch mit diesen 100%, in der 100%igen Form von ihm, hat er gar keine Chance. Auch als er in der 100% Form da war, hat er keine Chance gegen Son Goku von Anfang an nicht. Er hat nur ein paar Schläge gemacht, mehr nicht. Ja. Der war aber generell, also Freezer fand ich schon einen coolen Charakter, fand ich immer schon irgendwie. So mit einer der coolsten, der dicke Buu ist einfach der Beste, Alter. Also mein Lieblingsböser war jetzt, also meine Lieblingsstaffel, oder Sage kann man sagen, wenn man will, war Cell, weil ich fand die richtig geil, die Sage. Ich hab keine, ich fand alle geil. Ja, und weiß, in jeder ist einfach irgendwas Geiles. Ist da oben drauf ein BTF? Hä? Da ist ein Schwein drin. Im Baum, in den Blättern. In den Blättern! Das sind doch. Sui, ich hab gesehen, du warst in der Höhle und hast kaum Eisen mitgenommen. Ja, das hast du da ja gefahren. Nein, du warst in der Höhle alleine, meine ich. Ach so, das ist schon mal leid. Ja, das ist kacke, ey. Mein Katana ist gleich kaputt. Hab ich dich gefragt? Ja. Hab ich dich? Ja. Ich hab keinen einzigen Dragon Ball gefunden. Ich hab einen jetzt. Ja, ein von eben noch, ne? Ja. Ja. Ohne Witz, wie willst du denn 5 Dragon Ball finden? Ach, sauber. Kühe, ich brauch Leder. Gib mir Leder. Ich glaube, ich bin aber auf jeden Fall stärker geworden. Also. Ich mach Kühe mit 3 Schlägen kaputt. Ich mach eine Kuh mit einem Schlag kaputt. Laber doch nicht. Doch. Ja, Katana. Ich hau mit der Hand, da kriegst du viel mehr Punkte raus. Ach so. Ja, hab ich dir das noch nicht gesagt? Nein. Tut mir leid. Guck, ich hab jetzt 25 Punkte bekommen, nur durch Schweine und Kuh. Kuhs heißt das. Kuhs. Und das ist heftig. Du kriegst zwar für Zombies und die Cybermen viel mehr, aber ist doch egal. Ich level auch gleich später. Ich will. Ich hab übrigens schon 41 Fleisch. Nee, schade, ich kann nicht in den anderen Super Saiyan Mode. Also in den zweiten. In den anderen, sage ich schon. Ey, wir müssen jetzt echt mal Dragon Balls finden, ne? Ja, ich bin dabei. Ich bin ohne Witz die ganze Zeit am Suchen. Aber ich nix. Ich lauf durch die ganze scheiß Landschaft. Auf diesem Berg, wo ich bin, hätten mindestens 2 sein müssen im alten Update. Ja, in dem alten. Ja. Ohne Flax hier ist gar nichts. Kann auch sein, dass ich wieder 8 Millionen übersehen habe, aber. Ah, das kann nicht sein. Alter, also keine Ahnung, echt null Ahnung. Ich habe ein Hexenhaus gefunden. Ja, ich finde, das ist auch eines der unnötigsten Updates in Minecraft. Ist auch. Aber so richtig. So. Einfach unnötiger Scheiß. Ja, ist auch so. Aber. Leute, hier ist eine Höhle.
Ist hier irgendwas Wichtiges? Eisen nehme ich mal mit. Und wir leben die Welt nicht so gut. Ja, so sonst, ich will jetzt eigentlich nicht immer alles cheaten und so weiter, nur das Doofe ist ja, warum sollen wir denn 8 Jahre durch eine Welt laufen und keinen einzigen Dragon Ball finden? Ja, ist aber echt so. Also, ich bin dann halt dafür, dass wir uns die gleich cheaten, um Zenzubis zu machen, weil ein bisschen Action, also Vegeta Nappa will ich auf jeden Fall nochmal machen. Und Raditz heute in der Session, weil ein bisschen Action soll er rein und in der nächsten Aufnahmesession würde ich sagen, willst du zuerst nach Namek oder willst du zuerst den Schlangenfahrt machen? Nee, auf die Schlangenfahrt habe ich noch überhaupt keine Lust. Ja gut, nur ich würde halt gerne die Genki Dama noch lernen, weil die kriegst du nur da. Und aber du kannst bei Meister Kaio kriegst du die ganze Zeit Punkte durchgehend und da kannst du richtig gut leveln. Also ich hoffe, das ist immer noch so. Deswegen würde ich das sogar vielleicht eher machen. Weil der hat sich ja, bevor er zu Namek gegangen ist, auch da aufgepusht, weißt du? Und so ein bisschen storygemäß vielleicht. Also dann. Ja, okay, guck mal, ja, okay, dann könnten wir das als erstes machen. Dann guck mal, dass du vielleicht auf 20 kommst mit deinen Punkten und dann Saiyajin machen kannst, weil du bist dann wirklich viel schneller und das ist dir eine große Hilfe im Schlangenfahrt. Weil der Schlangenfahrt dauert locker so zum Laufen über 5 Minuten auf jeden Fall, wenn nicht sogar 10. Also das ist dann leider teilweise... Ja, ich weiß. Weißt du, so ein bisschen storygemäß, aber vielleicht halten. Und ja. Warte, ich guck mal, ich habe jetzt 23 Punkte. Okay, das ist gut, ja. Ich brauche noch 9. Okay, ich habe 14 zum Aufpushen. Also sehr gut. Aber Dragon Balls finden wir leider keine. Wir gucken mal. In Namek will ich auf jeden Fall mal die Dragon Balls finden. Die großen. Da habe ich noch wirklich keinen einzigen gefunden. Ich spiele den Mod ja auch eigentlich nicht privat. Nee, ich auch nicht. Deswegen, also da habe ich noch keinen einzigen. Das Ding ist, wenn wir zum Meister Kaio müssen, müssen wir sterben. Ja, ja. Okay. Wir müssen halt einfach Sachen ablegen und. Ich hab Dragon Ball. Echt? Ja. Sehr gut, Alter. Ja, vielleicht müssen wir uns die gar nicht cheaten, dass wir so immer, also ich finde, spontan, wenn man sich nicht drauf fokussiert, dann findet man sie. Ich habe mich nämlich gar nicht drauf fokussiert und habe eingefunden. Ich bin jetzt generell im Cyberman-Biom und klatsch.